Hallo, heute machen wir meine Lieblingssuppe für den ersten Aufbautag nach dem Fasten. Dazu habe ich hier schon mal einen Topf mit Wasser, den schalte ich auch direkt ein. Dann mache ich da rein Kartoffeln und als Gemüse habe ich mich für Sauerkraut entschieden. Ich persönlich mag keinen Sauerkrautsaft, Sauerkraut ist aber super wichtig für den Darm oder super gut für den Darm, weil es einfach probiotisch ist. Von daher habe ich mich dazu entschieden, eine Kartoffel-Sauerkrautsuppe zu machen. Da machen wir jetzt noch das Sauerkraut hinein. Das Ganze jetzt erstmal schön einrühren. Und diese Suppe würze ich jetzt mit Brühe, Salz, immer noch nicht ganz so viel wie sonst, und Pfeffer. Und zu guter Letzt gebe ich hier noch ein bisschen Kümmel drauf, weil Kümmel passt immer ganz gut zu Sauerkraut. Und ist dafür auch super magenbekömmlich. So haben wir eine rundum magenfreundliche Aufbausuppe für den ersten Tag. Das Ganze jetzt einrühren. So, die Suppe jetzt 15 bis 20 Minuten kochen lassen, also bis deine Kartoffelstücke durch sind. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Suppe ist jetzt fertig gekocht. Dann nur noch mal abschmecken. So, dann haben wir jetzt hier die fertige Suppe für den ersten Aufbautag nach dem Fasten. Wenn du kein Sauerkraut magst, nimm gerne ein anderes Gemüse. Ansonsten wünsche ich dir noch viel Spaß bei deinen Aufbautagen.